Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf Out for Motion von der Genfer Motorshow bzw. im Genfer Autosalon. Wie ihr seht hinter mir beim Stand von Rimac. Rimac hat jetzt den C2 präsentiert. Der C2 ist in Sachen Elektro-Hypercar wahrscheinlich die absolute Überwaffe. Unter 2 Sekunden auf 100, 11 Sekunden oder 11,8 Sekunden auf 300, ja, was absoluter Überflieger ist. Ich nehme euch gleich mit, zeige euch das Auto und zwar einige Details, viel Carbon. Ihr werdet auch das Carbon-Chassis sehen, auch die Carbon-Außenteile und was sehr witzig ist, wo andere einen Motor unter die Heckscheibe platzieren, platziert Rimac einfach ein paar Reisetaschen. Aber auch sehr schön gemacht, ich nehme euch mit ins Video, also seid dabei hier bei Out for Motion.
das Ganze anguckt, wir haben hier den C2 mit 1408 kW, 1914 PS, 1,85 Sekunden von 0 auf 60 Meilen bzw. 1,97 Sekunden auf 100 angegeben. Ich bin mal gespannt, wann sich das Ganze beweisen lässt, aber auch hier, das finde ich den brachialsten Wert, 11,8 Sekunden auf 300, wirklich ein faszinierendes Fahrzeug. Wenn wir so viel Leistung haben, haben wir natürlich auch die riesige Bremsanlage, die ihr hier seht, so eine riesige Bremsanlage, das ist wahrscheinlich, wenn es von hier aus nicht genug sein würde, aber die 20 Zoll Räder, das war's von meinem Video hier zum Rimac von der Genfer Motor Show. Ich denke, Rimac kennt mittlerweile jeder, spätestens seit Richard Hammond von Top Gear bzw. Grand Tour mit einem solchen Fahrzeug einen Unfall hatte. Aber ich denke, da wird noch einiges kommen. Die Zeiten sind brachial. Das ganze Auto ist von der Optik her sehr beeindruckend und macht wirklich auch in der Verarbeitung her, zumindest hier auf dem Messestand, einen wahnsinnig guten Eindruck und alles auch sehr hochwertig. Deswegen, wenn ihr ein weiteres Video sehen wollt, liked und abonniert vor allen Dingen. Und dann sehen wir uns hier auf All4Motion wieder. Bis bald.